So Leute, willkommen bei meinem Replay von League of Legends. In diesem Let's Play möchte ich die verschiedenen Champions von League of Legends euch vorstellen, wie ich sie spiele, mit welchen Meisterschaften, mit welchen Runen. Die Uploads dieses Projekts werden sehr unregelmäßig vorgenommen, also beschwert euch nicht. Was ich aber hoffe, was ihr tut, ist, und zwar könnt ihr mir unten in den Kommentaren immer wieder schreiben, wenn ich einen Champion gespielt habe, wie man ihn besser spielen könnte, ob euch das Video gefallen hat. Und ansonsten viel Spaß jetzt mit den Meisterschaften und Runen und danach mit dem Replay. Dies sind die Meisterschaften, die ich in diesem Spiel verwende. Hier seht ihr die Runen, die ich in diesem Spiel verwende. Und damit sind wir im nächsten Spiel. Wir spielen heute Talon. Bei uns im Team Natas Fossan alias Pantheon, NBO alias Vulkanischer Wukong, 13296 oder auch Jason genannt, als Kriegstreiber Sion und McTavish als Widerstands-Caitlyn. Wir haben keinen Jungler, fällt mir gerade auf. Im Gegnerteam Sona und Varus auf der Botlane, Fitz in der Mitte, Akali für die Toplane und Alistar im Jungle. Alistar im Jungle natürlich mittlerweile so beliebt wie Grütze. Ich weiß nicht, ich glaube im Gegnerteam gab da eine kleine Unstimmigkeit, weil der Alistar hier startet nicht wirklich mit vielen Resistenzen und generell nicht viel. Ich vermute, sowohl Sona als auch Alistar wollten hier supporten, weil auch beide Support-Masteries drin haben. Ho. Gucken wir mal. Wir sind auf der Weg. Wir spielen Talon. Talon wurde, als er rauskam, auf die Top-Lane gebannt, wurde danach als Jungler probiert und mittlerweile spielt man Talon in der Mitte. Jetzt sag mir nicht, dass das wieder steht. Das Problem hatte ich neulich schon mal. Da musste ich nämlich neu starten. Es steht. Einen kurzen Moment. Jetzt funktioniert alles. Yay. So. Unser Team steht straight gestaffelt mit Schuhen und Healpods. Der Einzige, der aus der Reihe fällt, ist hier Natas mit einem Langschwert und Healpods. Ihr könnt euch vorstellen, was das für die Botlane bedeutet. Natas spielt einen sehr aggressiven, offensiven Support. Weil keine Wards bedeutet keinen Schutz vor dem Alistar. Den Fitz in der Mitte. Kali auf der Toplane wird übelst Probleme kriegen. Wir spielen Talon. Wo war ich dran? Ach ja, genau. Talon spielt man mittlerweile in der Mitte. Weil man herausgefunden hat, dass Talon ein übelster AP-Counter ist. Das heißt, ihr könnt damit so gut wie jeden AP-Pillar in der Mitte vernichten. Ihr countert einfach alles. Das ist so übel, das ist so krass. Das ist so geil. So. Kommen wir zu Talon. Talons Passive ist Gnade. So. Talon verursacht 10% zusätzlichen Schaden mit seinen Auto-Attacks, wenn das Ziel verlangsamt, betäubt oder bewegungsunfähig oder unterdrückt ist. Das bedeutet, ihr macht mehr Schaden, wenn der Gegner zum Beispiel mit Exhaust belegt ist. Oder durch euren Red Buff geslowt ist. Oder durch euer Phage geslowt ist. Oder irgendwas in dieser Richtung. Macht ihr einfach dann mehr Schaden. Das ist cool. Das kann ich euch sagen. So. Dann kommen wir zum W, das ist der Skill, den ich als erstes einmal skille, weil es normalerweise den Champion auf Abstand hält. Hier sehe ich, der Fitz bewegt sich nicht, der ist AFK. Das macht aber nichts. Gar nichts. So, und zwar sind das so Klingen, die nach draußen fliegen, in so einem Kegelform und dann wieder zurückkommen. Das ist ziemlich cool, sage ich mal. Als zweites skill ich dann den E, weil der E ist eben das, was Talon zusammen so üblen AP-Counter macht. Und zwar springt Talon an ein Ziel, verstummt es für eine Sekunde, ja, eine Sekunde wird verstummt, und das Ziel wird
für 3 Sekunden um 3% verlangsamt. Das klingt jetzt nicht so viel, aber ihr müsst überlegen, ihr verlangsamt das Ziel. Das heißt, ihr macht 10% mehr Damage durch eure Passive. Da ist der Fitz wieder. So. Und übrigens, Klingen, die da, machen sowohl beim Ausfahren als auch beim Einfahren Schaden. So. Der Kuh, den hole ich mir als drittes. Und der Q ist ein Auto-Attack-Reset. Das heißt, ihr macht Auto-Attack, Q, Auto-Attack. Damit könnt ihr relativ schnell zum Beispiel Wards clearen, die in einem Busch drin sind. So. Mit dem Q macht ihr nochmal zusätzlich 30 plus 4 normalen Schaden. Nochmal oben auf das Ziel drauf. Und das Ziel wird zusätzlich noch verblutet in der Zeit noch. Das könnt ihr, jo, Darius Passive zum Beispiel. Darius macht es mit jedem Auto-Attack. Ihr macht eine Q, dann zieht das Gegner, der Gegner. Ich glaube, mit dem hier blutet er auch. Ja, er blutet auch und ist verlangsamt. Blutet er hierbei auch? Nö. Ha. So, aber es ist halt ziemlich böse. Es ist wirklich böse, es ist cool. Und das ist auch der Skill, den ich jetzt erstes durchmache. Weil ihr macht zusätzlich immer übelsten Damage, wie ihr gerade gesehen habt. Und ihr könnt einfach drücken ohne Ende. Das ist einfach nur cool. So, und durch diese Blutung wird halt nochmal... Hierbei sind es jetzt 36 plus 15 normalen Schaden. Und er wird halt gezeigt, wo er ist. Das ist jetzt nicht so cool. Aber ihr müsst überlegen, eure Gnade basiert auf all euren Skills. Das heißt, einmal Skill aktiviert, irgendein Skill. Und ihr macht 10% mehr Damage. So, kommen wir zur Ulti. Die Ulti ist sau cool. Ja, Schattenangriff. Um euch herum werden Klingen positioniert. Diese Klingen sind für 2,5 Sekunden lang aktiv. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Da habe ich mich nochmal an den Alistair rangehauen. Da hätte ich mich lieber an den Fitz rangehauen. Aber ich habe Flash ready. Nee, da komme ich auch nicht mehr weg. Da habe ich zu overextended, weil ich mir dachte, das ist nur ein Fitz, das ist kein Ding. Ja, war nicht so. So, auf jeden Fall macht diese Ulti auch noch übelsten Damage beim Ausfahren und beim Einfahren. Ihr werdet 40% verschnellert, werdet in dieser Zeit unsichtbar gemacht. Das heißt, ihr könnt diesen Ring aktivieren, ganz weit weglaufen, mit 40% höherer Laufgeschwindigkeit. Und wenn ihr wieder R drückt, oder halt nach 6 Sekunden, oder? Ne, 2,5 Sekunden lang unsichtbar. Okay, nach 2,5 Sekunden gehen die Ringe wieder zusammen. Und zwar an euren Positionen dran. Das werdet ihr nachher sehen. Und ihr könnt halt ganz schnell miteinander zwei mehr R drücken, dann kommt direkt dieser gesamte Damage raus. Ja. Und das sind, im Moment sind das dann 250 Schaden ungefähr. 300 Schaden sind es ungefähr. Und das ist halt sauübel. Da seht ihr es. Klack, klack. Und ihr seht, ihr könnt mit Talon so übelst geil harassen. Das ist so abartig cool. Ich habe jetzt hier erstmal zwei Wards geholt, damit ich mich ein bisschen vor dem Alistair schützen kann. Da steht 2 zu 3 für unser Team, das ist jetzt noch nicht so gut. Ich freue mich, da ich einmal gefeedet habe und ihr seht hier den Damage. Das ist sowas von geil. Mit Talon in der Mitte zu spielen, probiert's aus, ich animiere euch wirklich dazu. Es macht übelsten Spaß. Gut, gegen Akali oder gegen einen Nahkämpfer wie eine Caitlyn. Katharina, es ist nicht ganz so interessant und nicht ganz so lustig. Aber ansonsten, es ist lustig. Ich habe schon Spiele gehabt, wo ich eine Cassiopeia, ein Champion mit einer sehr, sehr weiten Range, ja, übelst lange weghalten konnte von mir. Sie hat sich noch nicht mal getraut, in die Nähe zu kommen, um mir Gift zu machen, weil sie genau wusste, sie wird danach wieder so übelst verdroschen von mir. Das ist einfach nur geil. Ich sag's euch, Talon ist einfach nur geil. 4 zu 5 für uns. Ich habe mir jetzt den Brutalisierer geholt. Jetzt habe ich diesen Items. Und ihr seht, der Fitz kann nicht richtig reagieren. Hat schon einmal Combo durchgezogen. Drittel der Leben weg. Hätte ich die Combo komplett getroffen, wäre es wahrscheinlich noch mehr gewesen. Da habe ich einen Alistair gesehen und dachte so, hey Ali. Der Alistair setzt noch ein Ward und geht dann. Alistair wardet auch, das finde ich ziemlich cool.
Aber er campt natürlich Mitte. Der Alistar campt natürlich Mitte. Und hier habe ich einfach nicht drauf geachtet. Ich habe es nicht gesehen. Und Ulti ist noch nicht ready. Flash noch nicht ready. Hier wegzukommen ist schwer, da der Ellie auch einen Red Buff hat. Er hört aber auf, mich hier zu verfolgen. Ich kann meinen Heal-Bot anmachen. Mittlerweile würde ich wahrscheinlich auch eher auf die Flash. Da, klar. Der Ellie kann noch nicht mal großartig was machen, während ich den Fitz. Der Fitz dachte einfach, okay, ich gehe jetzt an ihn ran, töte ihn einfach, der hat wenig Leben. Ihr geht ran, silenced den Gegner, macht den Coup, Gegner ist tot. Das ist so was von geil. Ich bin von Tail in der Mitte so begeistert, es macht so einen unglaublichen Spaß. Das ist echt abartig. Das darf man eigentlich keinem erzählen. Ihr seht, ich versuche auch so schnell es geht jetzt, noch Leben zu holen zu dem Brutalisierer, also entweder fürs Phage oder ihr baut direkt den Black Cleaver, den neuen, komplett fertig, was natürlich für Tellen ein unglaublich gutes Item ist. Und ja, 4 zu 6, stehen mit 2,5k Gold vorne. Okay. Bisschen mehr Gold, wird hier vorne stehen. Ist aber total Bums. Octavish ist unten am dominieren. Und wie gesagt, es macht einen... Ihr seht, der Fitz traut sich nicht mehr in die Nähe. Ich kann ihn so unglaublich zonen. Selbst wenn er nicht AFK gewesen wäre, würde ich jetzt nicht die ganze Zeit nur dieses meine Skills verwenden, würde ich ihn so lange von seinem Tower weghalten. Und von den Minions weghalten und davon weghalten, Erfahrungspunkte zu kriegen. Also ihr könnt mit auch übelst geil die Gegner zonen. Das bedeutet, die Gegner kommen nicht mal in die Nähe, wo sie Erfahrungspunkte kriegen würden. Das heißt, wie ihr hier schön sehen könnt, ich bin Level 8, der Fitz ist jetzt gerade Level 6 geworden. Ja. Und wenn ihr den Farm anguckt, ich kann mal hier mal kurz sortieren. 52 Farm besitze ich. 14 besitzt der Fitz. Da kam Nathas angehüpft. Und da ist Ende. Das ist einfach Ende. So, bei uns, wir haben keinen Jungler. Ich setze jetzt einfach mal MW nach oben. Gegner-Jungler ist Alistar, den setze ich dahin. Nee, Alistar dahin. Dann setze ich die Akali da gegenüber. Da das gegenüber setze. Da das. Und ihr seht, ich stehe mittlerweile 3-1. Caitlyn steht 5-1. Die Botlane hat vollends gewonnen. Mitte hat ebenfalls gewonnen. Und Top hält sich die Akali nicht schlecht, sag ich mal. Dafür, dass sie gegen 2 spielt, steht sie 2-1, genau wie unser Sion. Naja, Stand 2-1, genau wie unser Sion. Jetzt steht sie 3-1. Unser Sion steht 3-1. So. Wir haben 3 Türme eingerissen. Es steht 5-12. Und ihr werdet merken, wenn ihr mit Talon spielt, die Spiele gehen im Normalfall nicht lange. Wenn ihr nicht der Einzige seid, der die Lane gewinnt, also gewinnt, wenn noch ein Zweiter, also mit Talon habt ihr die Mitte praktisch gewonnen. Wenn ihr ihn ein bisschen übt und ein bisschen spielen könnt, habt ihr die Lane in der Mitte gewonnen, weil ihr absolut alles wegcountert. Wenn dann noch die Top gewinnt oder die Botlane gewinnt, eins von beiden, habt ihr 2 Lanes automatisch gewonnen. Die Spiele gehen mit Talon im Normalfall nicht lange, weil der AP Carry echt keinen Bock hat. Dann flamet ihr noch ein bisschen den gegnerischen AP-Carry, wie schlecht er doch ist und dass ihr doch eh alles wegcountert und sowas. Im Normalfall, wenn das Gegner kein Premade-Team ist, fangen sie dann an, auf dem AP-Carry rumzuhacken, warum denn er so defeated hätte, obwohl der AP-Carry da überhaupt nichts für kann, darf mal abgesehen. Und dann habt ihr, was ihr wolltet und alle sind zufrieden, die Gegner surrendern oder werden so lange vom AP-Carry genervt, bis sie surrendern. Und ja, die Spiele gehen nicht lange. So, ihr seht, ich habe mir auch jetzt das Phage geholt, damit ich aus der Passiven viel rausziehen kann. Heißt, nicht nur den Slow rausziehen und so weiter und so fort, sondern auch die Passive mit 10% mehr Damage. So. Ulti ist noch nicht ready. Hier ist der Fisch. Hier kommt der Fisch. Und ich versuche natürlich, vor allem als Assassin, versuche ich natürlich immer ein Ziel euch rauszusuchen. Und euren gesamten Damage darauf zu konzentrieren. Das ist im Normalfall der AP Carry, weil ihr ihn wirklich ausschalten könnt.
Und ja. Ihr könnt euch auch an den Gegnern, wie gesagt, ihr könnt den E auch als Flash benutzen oder um irgendwo besonders wegzukommen oder hinzukommen. Das funktioniert alles. Wie gesagt, Tail ist so ein geiler Champion. Er ist so unglaublich cool. Steht 4-1. Wir haben fast 9000, ne, 8000. Sagen wir 10.000, ne, 9000. 9000 Gold Vorsprung. Ich kann im Moment nicht rechnen. 8600. 9000. Vorsprung. Das ist also Caitlyn 8-1, ich 4-1, Sion 4-1. Und sowohl auf der Top- als auch auf der Botlane immer noch einen dabei. So, ich nehme mit Talon sehr, sehr gerne die Stiefel der Beweglichkeit mit der Verzauberung Eifer. Einfach nur, weil ihr extrem viel Lauftempo bekommt. Ihr bekommt Lauftempo ohne Ende, ihr könnt viel auch roamen gehen. Das heißt, wenn ihr die Mitte schon gewonnen habt, könnt ihr auch anfangen, Toplane zu helfen oder Botlane zu helfen, dass ihr wirklich helft. Damit noch eine zweite Lane gewinnt. Damit ihr dann anfangen könnt, euer Spiel zu spielen mit den Gegnern. Und das ist, wie gesagt, ziemlich cool. Macht halt übelste Laune. Einmal umgesetzt. So. Und deswegen hole ich mir halt meistens dann Stiefel der Wirklichkeit bloß Eifer. Es gibt auch Leute, die holen sich dann Mercury-Schuhe mit Eifer. Kann man auch machen. Empfehle ich zwar nicht so, kann man aber machen. Wichtig ist auf Talon keine Schuhe des Berserkers. Das machen viele, das finde ich total der Bullshit, weil ihr macht nicht mit euren Auto-Attacks. Ihr macht eure Skill-Reihenfolge, ihr seid der AP-Carry im Endeffekt. Ihr macht eure Skill-Reihenfolge einmal durch und dann ist gut. Wichtig, wenn ihr Talon in der Mitte spielt, schaut, dass ihr einen AP- oder Tank-Jungler habt und dann einen APler auf der Top, einen Vladimir auf der Top. Ist immer schön. Oder eine Diana im Jungle oder einen Fiddle im Jungle. Ihr braucht auf jeden Fall noch einen APler irgendwo. Denn wenn ihr euch überlegt, ja, hier sagte ich mir, okay, Caitlyn, lauf, ich bleib hier stehen und kämpfe. Weil wenn ihr euch überlegt, ihr habt dann einen ADler in der Mitte, ihr habt unten den Supporter und den AD-Carry, auf der Toplane meistens einen AD-Bruiser und im Jungle meistens den AD-Tank. Oder zumindest den Tank, der generell keinen Damage macht, egal in welcher Form. Und dann wisst ihr, was das Problem ist. AD, Supporter, AD, AD, AD. Hält euch das auf. Hält euch das auf. Ja, tut es. Zu viel AD. Viel zu viel AD. Und deswegen sage ich für euch, ich empfehle euch, schaut, dass ihr dann mit eurem Team das absprecht. Ihr müsst es mit eurem Team absprechen, ob ihr den ADler in der Mitte spielen könnt oder nicht. Wenn dann einer sagt, ja okay, ich gehe Diana Jungle oder ich gehe Vladimir Toplane oder ich gehe Evelyn Toplane oder Evelyn Jungle oder ich gehe Fiddle in Jungle. Kein Ding, kein Ding. Macht es. Spielt ihn, habt Spaß dran und feiert. Feiert dieses Spiel. Wenn nicht, lasst die Finger davon. So. Ich hole mir hier jetzt gleich wahrscheinlich, so wie ich das mich richtig kenne, den Hextrinker. Und ja. Drachen wurde getötet. Das ist jetzt nicht schlecht. Es gibt halt immer extra Gold. Wie gesagt, ihr seht den Goldunterschied. Das ist abartig. Da kommt der Pantheon gedammt. Und da kommt der Angriff auf den kleinen Alistair. Ihr seht auch, wie unglaublich lange man unter diesem Tor kämpfen kann. Bevor irgendwas passiert. Nee. Kriegen wir den? Mann. Ach nee, ich habe mir jetzt erstmal einen Vampirus Scepter geholt. Da pusht die Caitlyn. Es war ein sehr, sehr langweiliges Spiel.
sind die aber meistens mit Helden. Ich habe 3-4 Spiele mit Helden aufgenommen und sie haben alle so in dieser Art geendet. Und deswegen dachte ich mir ganz im Ernst, muss ich euch eben sowas zeigen. Talon ist natürlich auch in der Mitte und im Endgame ein übelster Bruiser, weil Talon ist eigentlich als Bruiser gedacht worden. Und Bruiser werden im Mid- und im Endgame übelst stark. Wenn ihr ihn aber gegen einen AP-Carry in der Mitte spielt, seid ihr selbst am Anfang des Spiels sehr, sehr stark und könnt sehr, sehr schnell sehr viele Kills einfangen. So oder so, ihr habt einfach das komplette Spiel über einen konstanten, sehr, sehr starken Champion in der Hand. Wenn ihr ihn einigermaßen kontrollieren könnt. So. Und deswegen... Viele Leute sagen, Talon hat einen Abfall im Endgame, dass er nicht mehr so stark ist. Ich sag, mit den richtigen Items ist das total gelogen. So. Die Ulti hat aber auch nicht viel Cooldown. Ich werde jetzt gleichzeitig benutzt die Ulti nämlich zum Farmen. Da. 45 Sekunden Ablenkzeit. Das ist ein Witz. Das ist, glaube ich, einen der schnellsten Ulti, also von den Ultis, die am schnellsten wieder da sind. Und... Ihr seht jetzt gehe ich auf schwarzes Beil. Das heißt, ich hole mir dann noch schwarze Beil. Und ihr seid halt der Bruiser, ihr habt einen Tank. Ihr könnt dann den Frosthammer gut benutzen. Ihr könnt einen Blutdürster dann noch euch holen. Da kommt das Surrender vom Gegner. Also komme ich jetzt auch zum Itembild. Also. Ihr fangt, da ihr in der Mitte spielt, ganz, ganz klassisch an mit Schuhen Healpods. Geht dann möglichst schnell auf den, hier Brutalisierer. Könnt euch dann noch einen Phage holen. Dann Stiefel der Beweglichkeit mit Verzauberung Eifer. Baut euch dann schon mal ein Vampirisches Zepter, damit ihr irgendwo Lifesteal hier habt. Also Lebensraub. Dann baut ihr zuerst das schwarze Beil fertig. Dann baut ihr den Frosthammer fertig. Dann baut ihr den... wie heißt sie? Die Hydra. Das Item, was ihr baut aus dem... Egal. Die Hydra. Baut die Hydra. Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Ding hieß, was man da vorher benutzt hat. So. Dann könnt ihr euch im Normalfall einen Schutzengel holen. Und wenn das Team es braucht, holt ihr euch noch eine Ägide. Damit ihr eben den oft... Also eine Ägide / Bollwerk. Falls euer Support das nicht hat und nicht noch einer es hat. Weil ihr seid ja Bruiser, auf dem Bruiser steht das auch immer sehr, sehr gut. Wenn euer Team das schon hat, holt euch eine Bromox. Das ist ein ganz, ganz einfaches, klassisches, leichtes Itembild für Talon. Talon saustark in der Mitte. Probiert's aus. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Euer Blackseed. Ciao, ciao.